Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir spielen heute Cross Duel und zwar eben zusammen mit Julio, Schattenspieler und CK Phoenix. Und wenn ihr noch mehr Lust danach habt, dann könnt ihr auch gerne bei denen vorbeischauen. Wir haben nämlich alle auf jedem Kanal eben ein Duell gemacht. Also genau, schaut auf jeden Fall vorbei. Und ich würde sagen, ja, jeder hat ein Ace-Monster ausgewählt. Wir spielen alle mit dem Starter-Deck sozusagen, aber eben mit verschiedenen Ace-Monstern. Und ich habe den natürlich den rotdachigen Erzhornwettler. Und der Julio, was hast du? Ich habe den guten blauäugigen weißen Drachen, meine Lieblingskarte. Nice. Und CK Phoenix? Ich habe auch meine Lieblingskarte, Sternstaubdrache. Perfekt. Und der Schattenspieler hat... Ich habe nicht meine Lieblingskarte. Ich habe Elemental Neos. Okay, aber das ist wirklich der einzige Unterschied zwischen den Decks. Also kommt es irgendwie auch darauf an, wie wir die Skills verteilt haben oder welche Skills wir ausgewählt haben. Denn in Cross Duel geht es ja auch darum, eben diese Fähigkeiten oder deine Monster sozusagen auszurüsten mit den Skills. Und wie das Ganze aussieht, das sehen wir jetzt in dem Duell, würde ich sagen. Also, let's go! Schauen wir nochmal. Yes. Ja, viel Erfolg euch, ne? Ja, euch auch, ne? Viel Spaß vor allem. Und wie wir heute gelernt haben, gut Glück. Gut Glück. Ich weiß jetzt nicht, woher das jetzt kommt. So, wir gucken mal, wer wieder hier mein Nachbar ist quasi. Oh! Oh nein, nicht schon wieder! Vor allem auch cool, dass Seeker wirklich das einzige ein Female-Charakter hat. Aber. Let's go! So. Bin halt auch in Real Life der einzige von uns, der lange Haare hat, deswegen. Alles klar. Boah, was heißt lang? Also ab wann hat man lange Haare? Ja, also ich würde schon glauben, dass Jan lange Haare hat. Wenn du den Zopf binden kannst, ja. Dann machen wir es mal so. Den beschwören. Dann so, jetzt bin ich gespannt. Den beschwören. Ja, die Monster sind halt auch leider alle nicht so stark, ne? Naja, aber die sind ja bei allen so. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt im Nachteil bist. Michi. Ja. Drück jetzt. So. Ich reiz das wirklich immer aus, das stimmt. Okay, wer will die Mitte haben? Alle. Natürlich. Aber ich habe leider nicht so gut gezogen. Oh, Julian, da werden wir uns aber in der Mitte ein bisschen berühren. Ja, ein bisschen. Vor allem, wir sind die Speedigen hier. Ihr habt sogar den Speed-Skill, ja. Aber hallo, ab in die Mitte! Und meiner ist sogar stärker. Das stimmt. Darf ich? Ja, aber mit 100 dann direkt ist er jetzt ja nicht so wild. Was macht Julian denn schon wieder hier? Heilt sich? 200 Life-Points? Ja. Kriegt direkt 100 Schaden. Oh Mann. Sehr schön, gefällt mir. Das finde ich auch eine mächtige Fähigkeit, ne? Jede zu Beginn der Battle-Phase jeweils das zu haben. Das ist schon. Ich finde das top. Ich finde das top. Ah, der Michi das Problem, ne? Nicht wir. Das ist richtig. Was jetzt denn? Ein Blockangriff. Okay. Und auf wem? Auf Jan. Nicht? Auf Jan. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, was die Intention dahinter ist. Ich auch. Okay. Also ich kann ja eh nicht aufhalten, wer dann die Karte kriegt in der Mitte. Die kriegen wir ja. Also entweder Jürgen oder ich. Ja klar. Deswegen. Yeah. Ja, ach, aber er überholt mich sogar. Ach so, ich kämpfe gar nicht gegen dich. Nein, das ist Speed. Das ist aber sehr speedy. Okay. Ja, den Skill. Ja. Hast du selber vorhin noch gesagt, dass die Skills relevant sind? Ja, aber wie die Skills überhaupt aussehen, das überrascht mich gerade. Ja, deswegen war der Angriffblock halt nicht genau. Ja, wo es eigentlich mein rechtes Monster hin ist, das habe ich gerade gar nicht mitbekommen. Tja, das hat eine Kombination aus Karten. Ah, RIP, dann ist ja das andere Monster gerade gleich stärker. Das ist nicht so gut. Da muss man was gegen machen. Und zwar beschwören wir einfach den hier. Und dann gehen wir. So bereit. So, Michi, hopp, hopp. Hetz mich nicht. Ich bin auch das gerade gewesen mit Überlegen. Und dann machen wir. Ja, gut. Passt so. Die heilt sich auch. Ja, der heilt sich auch. Und? Jetzt kommen die Ace-Monster. Bam. Einmal Neos.
Aber hallo! Ey, warte mal, mich jetzt ja auch seins! Ja, ja, ja! Aber was? Nicht schlecht. Boah, das sieht so geil aus. Das sieht echt krass aus. Das ist wirklich das Coolste irgendwie an dem ganzen Game. Dass alle Monster 3D-Versionen haben. Mit Animation. Ja, das ist mega geil. Aber Julian, das muss doch nicht sein da oben, fällt mir gerade auf. Doch, doch, das und wieder sein muss. Ich weiß gar nicht, kann das nicht mal countern? Das ja. So, so, oh nein, ich hätte es countern können, hätte ich gut gespielt. Egal. Ja, es ist wirklich ein Strategiespiel, ne? Man muss schon nachdenken auch. Absolut. So, bereit. Ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Ich bin auch bereit. Ich bin noch nicht so ganz bereit. In 2 Sekunden schon. Oh. Tech Park. Ah, das ist natürlich schlau. Ja. Der Blockangriff. Hm. Ich meinen schnellen Läufer noch ein bisschen behalten. Ah, ich weiß. Ich weiß auch warum. Da kommt vielleicht gleich auch ein Signaturmonster. Eventuell. Ja, man startet ja, ne, mit dem Signaturmonster, für alle, die es nicht wissen. Well done. Und man muss nicht so ein, also jeder denkt jetzt vielleicht, man muss jetzt irgendwie so ein hochstufiges Monster nehmen oder so. Nee, du kannst auch ein Level 4 Monster nehmen. Ey, das fand ich so unfair. Ich find's gut. Er protected mich. Das finde ich gar nicht gut. Also mit angreifen ist auch das Schwierigste, ne? Weil halt die anderen immer mitfunken können. Ja, ja, ja. Aber die Mitte ist das Coolste. Interessiert schon, ob es schlau ist. Ist es Darum geht's. Das ist ja richtig. Was jetzt was? Das ist doch... Was ist das hier? Ich kann nicht draufklicken. Hallo? Was liegt denn da? Unten liegt was. Hier so rechts. Machen wir so. So. Der Slap-Soundeffekt auch gut. So, jetzt. Ich bin auch mal so. Jetzt bin ich auch bereit. Hab auch mal länger gebraucht. Oha, ich will ihn geht all in. Ach, warum denn die Mitte? Alter! Jan, das ist nicht dein Ernst, ne? Oh no. Warum denn meine Line? Was sich da am besten angeboten hat. Wow. Nee. Die schönste Animation haben wir eben auch schon gesehen, ne? Oh, jetzt kommen alle! Wow. Oh, okay. Go! Oh, das. Oh nee, dann sterben ja beide bei mir. Und, nee, oder, was? Nein. Nee, Nein, Mathe, ne? Ach so. Doch, hä? Beide, also wenn du jetzt nichts Spezielles, es sei denn, du hast jetzt wieder Verstärkung. Das wäre cool. Ich muss gerade überlegen, kann ich den irgendwie outen? Well done. Nee, kann ich nicht, Minus. Ah, egal. Tschüss. Uff. Okay! Das ist eine gute Fähigkeit, glaube ich. Ja, die Skills. Soll so ungefähr die beste im Spiel sein. Ja, es gibt auch diverse andere sehr gute. Also Utopia, wenn Utopia ein Monster im Kampf zerstört, ist es unaufhaltsam. Also wenn es schafft, ein Monster im Kampf zu zerstören, dann ist es unaufhaltsam. They're starting to move. Keep an eye out, so you know what to do. Oh, Fähigkeits annullieren. Ja, genau. Das ist strong, ja. Hä, das ist ja richtig gut. Gleich doch gar nicht. Ja, Michi, ich würde sagen, das wird schaden. Ah, das tut weh. Warum? Warum? Weil der Monster nicht ganz war. Oh mein Gott, Verstärkung auch noch. Peng? Nein, ich habe keine Verstärkung. Aber ich? Na, Julian. Ja, ja. Oh, oh, da kommen jetzt einfach nur 2-1er Bryce. Ah. No. Michi, das wird brenzlig im nächsten Zug, würde ich mal behaupten. Wieso genau werde ich jetzt gefokust? Also warum sind wir nicht fokust? Nicht? Ich hab dich gefokust vorhin mit meinen Neos, weil du einfach am wenigsten Karten in der Hand hattest. Aber Chan hat das eben schon richtig gesagt, ne? Es bietet sich halt an.
Dann beschwöre ich jetzt eine süße Katze. Oh, das ist gut. Warum bei mir? Willst du das? Ja, du willst, dass Julian gewinnt oder wie? Da kommt 2-1 auf dich zu. Du entscheidest dich dazu, die 1000 zu deffen. Ja. Ist mathematisch jetzt nicht so smart gewesen. Das ist ein Prinzip. Das ist alles. Oha! Prinzip! Wo bist du am Gewinnprinzip? Ah. Ich aktiviere meine Fallenkarte. Noch nicht. Noch passiert ganz viel anderes vorher. Ach ja. So feuerlich, ja. The battle phase is beginning. Battle phase. Ich überleg grad. What do you have planned? Ja, ich weiß nicht, ob ich bereit sein will. Doch, doch. Für Julian so. Halt den Sieg nicht geben, ne? Jetzt gönn doch mal. Nee, aber sowas von nicht, Alter. Ach, oh, was? Hä, hey, das ist ja mega nice. Okay, danke. Teamwork. Alter. Teamwork? Ich will gewinnen. Wenn er angreift, dann gewinnt er ja gleich. Pay attention. Ja, das ist egal. Ja. Bau dir da mal eine Mauer. Eine Katze mit 2000 Def. Das ja, ist fast genug. Ja, aber auch noch fast, mein Lieber. Denn damit ist einfach nichts. Ja. Das ist richtig. Ich hab einfach auch gar nichts mehr. So, ein bisschen pushen, ne? Dein Sternschaut da auch erstmal Geschichte. So, das Kätzchen ist auch weg. Ja, nicht so wirklich, der kommt zurück auf die Hand. That was rough. Ja, stimmt. Mhm. Ah, du brauchst 2 Monster dafür. Und du hast nur 1 gleich. Ah nee, du hast 2! Du hast ja noch die da auf der anderen Seite. Ach ja, Julian, warum hast du da eigentlich nichts gegen gemacht? Ja. Nee, Michi war das. Ja, ja, Michi wollte über mich aufhalten, anstatt ein Blue Eyes, deswegen. Hä, findest du ein Blue Eyes wohl geoutet, ne? Boah, ist das schlecht, dass ich gezogen habe. Hätte ich? Ja. Wie hätte ich den geoutet? Das ist natürlich interessant. Das ist. Danke, also das, ja. This could be trouble. There are monsters in 3 lanes. Boah. 3 monsters. Focus on surviving this. Mann, ist so krass, dass man Monster noch opfern kann, obwohl sie schon fast ihre Punkte komplett verloren haben. Das ist ja, ja. So. Ja, ja. Das ist unglaublich. Ich hab echt gut nachgezogen. Echt gut nachgezogen. So, CK und Card Journalist und Maurice, alle 3 belegen noch, steht bei mir hier. Nee, achso, nee. Entschuldigung. Here we go. Ups. Scheiße. Oh, well. Das ist viel zu gut einfach. Oh, well. Weißt du was? Ihr dachtet, ich habe ihn mit ein Tribut nur gerufen. Aber ich habe ihn wieder mit voller ATK beschworen. Go! Oh, ihr macht das richtig gut, ne? Also dieser Skill, dass man den wieder auf die Hand kriegt, das ist super heftig. Das ist richtig stark. Well done. Und Julian, denkst du, ich lasse dir jetzt einen direkten Angriff zu? Nein. Das hast du vollkommen erfasst! Guck mal, mein Fisch ist jetzt schon bei 1-1. Ja. Und weißt du, was ich habe? Meine Preiskarte noch von vorhin. Die Preiskarte? Oh. Oh, oh, oh. Stimmt ja. Das ist jetzt Darkhold. Nee, Wiedergeburt! Wow. Ist immer Wiedergeburt. Naja, Neos kommt immer auf die Hand, also der Nutzen ist so mittelmäßig. Aber mein Igel wird dadurch stärker und Michi verliert noch mehr Lebenspunkte. Das stimmt, ja, ich bin. Ja, also ich kann wirklich nichts machen. Das ist wirklich traurig. Du bist zu früh, glaube ich, mit deinen in unsere Welt reingegangen. Ja, 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 stimmt. Man muss das echt gut, also Ressourcen verwalten. Ja, ja, definitiv. Ja, das ist halt noch strategischer. Also manchmal ist es sogar First Turn gar nichts zu machen, besser als halt einfach reinzugehen. Are you okay? Ja. Oh Gott. Die Armee. Naja, Michi, sieht schlecht aus. Na, ich habe noch einen Zug überlebt, also. Das finde ich gut. Oh wow. Okay. Mein letzter Move wird legendär. Here we go. Er hat keine Zau, kein Monster gezogen. Ja.
Oh no. Irgendwie glaube ich, dass da so ein Shadow-Player gewinnt. Aber Yui hat auch kein Monster. Ja, weil du den Sternschaftdrachen nicht treffen kannst. Stimmt. Ja, dann wird Jan einfach Zweiter. Ja, Sternschaftdrachen und Bürgermeisterdrachen haben genau gleich viele Punkte. Ja, aber du hast ja 200 mehr. Ja, genau, deswegen, ja. Was? Heilungseffekt? Ich aktiviere Verteidigung stoppen. Ich kann das leider nicht auf den Sternstoppdrache anwenden. Das wäre auch cool. Was denn? Verteidigung stoppen. Also das andere. Das andere. Es gibt ja das Gegenspiel. Heilung stoppen würde heißen, ich will Angriff. Ja, stimmt. Oh, das tut weh. Eieiei. Boom. Ah, ich zieh ja auch noch 200 ab. Ich helfe dir, Jan. Die Win. Ja. Und das war's? Mensch, das ist ja basically ein Speed-Duell. Stimmt, richtig. Naja, ging ja trotzdem, stimmt, 17 Minuten, ja. Das ist Speed-Duell. Irgendwie fühle ich mich wohl auf diesem Platz. Nice. Ja, das war das eine Duell, aber wir haben ja noch ein paar. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall bei den anderen Kanälen vorbei. Die sind auch sehr witzig geworden. Und dann würde ich sagen, danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Video oder Livestream. Ciao.